Okay, Kenner dieses Kanals werden jetzt etwas verwundert sein. Ein Famicom-Spiel beim Panda? Das gab es ja noch nie. Ja, aber es ist nicht irgendein Spiel. Das Spiel war damals mein erstes PC-Spiel, das ich überhaupt gespielt habe und hat sich dadurch in meinen Kopf eingebrannt. Kürzlich habe ich dann durch Zufall erfahren, dass es auch eine Version für die japanische Konsole gibt. Ist das Spiel wirklich so gut, wie ich es im Kopf habe? Was taugt Shufflepuck Café für das Famicom heute noch? Das Spiel wurde für das Famicom von Pony Canyon angepasst und auch 1990 in Japan veröffentlicht. Das Original stammt von Brüderbound oder wie man das ausspricht und erschien Ende der 80er Jahre vor allem auf Heimcomputern wie den Amiga und MS-DOS PCs. Ihr kennt doch sicher diese Shufflepuck-Tische, die man in Spielhallen immer bei den Billardtischen und ähnlichen sieht. Das ist im Prinzip eine flache Spielfläche. Jeder der Spieler am anderen Ende des Tisches hat so diese kleinen Griffe und die haut einen flachen Puck hin und her und versucht diesen in das gegnerische Tor zu buxieren. Genau das bietet dieses Spiel ab. Ich weiß, das kommt bei den Namen jetzt total überraschend. Steuerungsmäßig hält sich das Spiel dabei weitgehend an das quasi Original. Mit A und B bewegt ihr euer Paddel, ich nenne das Ding jetzt einfach mal so, keine Ahnung wie das richtig heißt, etwas schneller oder etwas langsamer über die Spielfläche. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr es dann entsprechend in die Richtung. Das ist allerdings gewöhnungsbedürftig, da es das reale Spiel entsprechend abbildet und ihr zum Beispiel richtig Schwung holen müsst, um den Puck etwas zu beschleunigen. Nach einiger Eingewöhnung geht das aber alles gut von der Hand, wobei mir ehrlich gesagt der Nutzen der Option, der Paddel zu verlangsamen, nicht wirklich klar wird. An Spielmodi gibt es leider nicht viel. Ihr werdet in den titelgebenden Weltraumcafé versetzt und könnt dort eure Kontrahenten auswählen. Die sind alle relativ aufwendig gestaltet und haben sogar eine Art Hintergrundgeschichte. Also, ich glaube, dass dieses entsprechend auf den Startbildschirmen steht. Mein Japanisch ist leider etwas eingerostet. Diese spielen sich alle auf ihre eigene Art und haben unterschiedliche große Paddel. Manche Spiele sind natürlich sehr einfach, aber die meisten sind schon fordernder. Die extrem schnellen Reaktionen des Wrestlers zum Beispiel erfordern schon sehr, sehr schnelle Reaktionen. Leider war es das auch im Spielmodi. Es gibt keinen Turniermodus oder ähnliches. Ihr spielt in diesem Café einfach gegen die Gegner. Das war's. Das finde ich etwas schade, da das Spiel ruhig etwas mehr Tiefe gebraucht hätte. Aber hey, man kriegt eben das, was man sieht. Übrigens, keine Angst, für dieses Spiel müsst ihr auf jeden Fall kein Japanisch können, um es spielen zu können. Das geht auch gut ohne. Die Grafik ist für die Verhältnisse des Systems sehr schön geraten. Die Grafik ist detailliert und vor allem die Charaktere sind nett animiert und schön gezeichnet. Nur das Spielbrett ist leider immer dasselbe. Da hätten vielleicht thematisch andere Tische, je nach Gegner oder so, auf jeden Fall noch einen draufgesetzt. Beim Sound hält sich das Spiel hingegen sehr, sehr zurück. Es gibt keine großartige Hintergrundmusik, aber naja, dafür passen die Effekte. Was taugt Shufflepuck Café für das Famicom heute noch? Ich muss natürlich zugeben, dass ich hier eine gewisse Nostalgiebrille aufhabe und daher das Spiel gut finde. Neutral betrachtet ist es jedoch ein sehr simples Spiel, das aber jedoch durch seine allgemeine Aufmachung jedoch einiges aus der Thematik rausholt. Wenn ihr einfach mal ein paar Runden Shufflepuck spielen wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Ihr habt jedoch nichts verpasst, wenn ihr das Spiel jetzt nicht kennt. Das war der Test zu Shufflepuck Café für das Famicom. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.